So, meine Damen und Herren, wir sind zurück. Position markiert. Oh mein Gott, was ist geschehen? Sei gegrüßt. Nichts ist geschehen. Okay, cool. Gehen wir weiter. Ja, Mann. Wir waren hier stehen geblieben. Wahrscheinlich sind die Gegner schon wieder respawned, nehme ich mal an. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Wow. Nee. Die Respawn-Rate hält sich zurück. Oh, jetzt geht's dem inneren Kern immer näher. Ah, jetzt runter. Da, oh. Da geht's in der Tat runter. Da will ich runter. Dann geh doch runter. Das bringt mich immer alle in den Suizid. Ne? Ist ja schlimmer als Claudia. Ne, du? So. Das ist ja ein langer Weg. Voll durch die Top-Secret-Räume. Nein, Timothy! Wir müssen ihm helfen! Timothy! Timothy! Nein! Da ist nix. Okay. Nimm mal an, da ist auch nix. Wie groß kann eine Raumstation im Inneren sein? Okay, die Helios war genauso groß, aber. Naja, ich glaube, das ist nicht so groß wie die Helios. Aber guck dir mal die Deckenhöhe einfach an. Ich glaube, es ist irgendwo in einem äußeren Bereich. Ich bin hier auf ein Kraftfeldding gestoßen. Was soll ich tun? Also. Der Kontrollraum ist in der Nähe. Da drin sollte es eine manuelle Abschaltung für das Fließband geben. Ja, wir sind jetzt halt im unteren Teil dieses Würfels. Das wollte ich doch gar nicht. Das weiß ich. Was? Was? Ich bin hier oben. Was? Hier oben bin ich. Was? Wer redet hier? Ich hab hier schon mal meinen Klon platziert. Was? Die Drohne raus. Die Drohne. Ah. Ah. Was ist mit deiner Rolle? Der Schalter. Ich leg den Schalter um. Was ist mit dem Nachtschalter? Ach, der Schalter wurde umgelegt. Fruchtlos. Wo kommen die denn alle her hier? Mensch, der Badass Shockloader hat erstaunlich viel ausgehalten. Findest du? Ich bin begeistert, ja. Okay. Ich hoffe, ihr seid jetzt bereit. Jetzt so langsam nähern wir uns dem tiefsten Inneren. Das ganze Container voll mit Loadern. Es ist einfach nur eine Loader-Fabrik, oder? Also bis jetzt sehe ich hier noch nichts, was jetzt so ein großes Geheimnis sein soll. Das war wahrscheinlich das Geheimnis, dass es gleichzeitig eine Waffenfabrik ist. Aber dann, es wäre nicht Check. Es wäre nicht Check, wenn es nicht so wäre, oder? Nö. Ich kann nicht sagen, dass mich das überrascht. Nee, es ist ja auch wirklich keine Überraschung, also. Wenn das wirklich schon das Geheimnis war, dann war das ein schwaches Geheimnis. Bitte? Was, Luigi Bunch ist jetzt? Keine Ahnung. Ah! Nein, Bingo Bongo, Mann! Moxie, wie komme ich dran vorbei? Tut mir leid, Zuckerschnute. Da ist nichts auf der Karte. Vielleicht kannst du es irgendwie anders lahmlegen. Okay.
Okay. Jetzt war mal so ruhig. Okay, alles klar. Was? Ja, jetzt kommt der Klon nicht mal draußen. Bin taub! Ah, übrigens, wer es noch nicht gemerkt hat, mein Mitbewohner ist wieder zu Hause. Falls sich jemand fragt, warum jetzt wieder alle 2 Minuten jemand in mein Zimmer kommt. Fett. Mhm. Passt er in dein Zimmer rein? Eine Armee? Ja. Man könnte die halbe Galaxie mit einer solchen Armee stürmen. Und Pretty Boy hat die Kontrolle über alles davon. Ja, du willst die Kontrolle, Moxie. Wir kennen dich doch. Kleine Psychopathin. Wäre ja, lustig. Echter Mox, das ist Moon Moxie. Das ist Moon Moxie, ja. Ja, es gab mal während B-Circle diese blöde Verschwörungstheorie, dass das ja nicht Moxie ist, nein, es ist irgendein Fake Moxie, wie Moon Moxie und keine Ahnung was. Die Leute haben sich so viel reingespinnt in ihr Hirn. Dass sie ein Klon ist, der von Jack gebaut wurde. Wahrscheinlich das auch noch, keine Ahnung. Dabei war sie doch immer schon so. Eigentlich, ja, also sadistisch war es auch schon in Borderlands 1. Man hat ja im ersten Teil schon ihre persönliches, wie hieß es? Der Underdome. Underdome, ja. Ja, wir mussten um ihre Liebe kämpfen. Und wir haben verloren. Molek hat gewonnen. Das stimmt. Labor, wo ich den Nerds einsperre. Ich habe keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Ich auch nicht. Ich habe das Labor hier heißt Labor, wo ich den Nerds einsperre. Ja, tatsächlich. Okay. Also ich weiß nur, dass wir zum Stromkabel gehen müssen. Ja. Das Kabel. Ach nee. Boss! Daniel, wenn hier Stromkabel sind, ist das... Ach nee, es ist der Fabricator. Ich dachte schon. Wenn hier so viel Kabel hat, dann könnte dann der Detox hier sein. Ja. Das wäre lustig. So, dann wird's mal Zeit, hier den Overload herbeizuführen. Solange mein Klon hier am Schießen ist, wird das Ding nicht lange leben. Ja, das Ding wird generell nicht lange leben. Wir sind alle im Draufschießen. Ah, ich treffe nicht mehr, weil es sich bewegt. Ja, aber die Panzerfaust macht ja Korrosionsschaden. Das Ding ist ein Roboter. Hey, Daniel. Oh. 51. Oh mein Gott. Lass den mal ausprobieren. Wenn mein Klon aufhört. Das ist auch ein Kaschnuder. Was? Ich glaube, er hätte aufgehört. Ich höre zumindest wieder was. So, was? Wie schießt der? Was ist jetzt das Ding hier? Was müssen wir machen? Schieß auf das Stromkabel. Wo sind denn Ach, ja, das ist ein Kabel. Achso. Wie funktioniert jetzt der Raketenwerfer? Die Geschütztürme werden abgeschaltet. Gute Arbeit, Kammerjäger. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt verschwinde von dort. Wir müssen diesen Verrückten aufhalten. Genau, hey, du verdammter Psychopath! Das geht nicht, Timothy. Wir fangen gerade erst an. Also hör auf, dich zu wehren und komm mir etwas entgegen. Ja. Ja, mal schauen, wie der Klon damit schießt. Sie ist auf jeden Fall leiser, nee. Das gefällt mir schon mal nicht. Eben, von dem her muss schon die andere da bleiben. Ich lass ihn einmal damit. Ich lass ihn einmal damit schießen. Okay, also.
Was ab? Ah, Action Skillpunkt verteilt. Jo. Seid ihr ready für die Drehtür? Ja, ich. Warum zeigst du mir denn noch ein Rufzeichen an? What the fuck? Weiß bestimmt, wie wir hier gerade sind. Ja, okay, warte. Spend up the car. Ja. Was ist denn los? Hier hin? Ich weiß. Warte, wo müssen wir hin? Zum Spendopticon, also da ist das Dingszeichen. Die Missionsmarkierung, aber irgendwie. Ich geh jetzt einfach mal dahin. Ah, nee, du musst raus. Also ich mach schnell, ich bin schon dort. Okay. Wo ist jetzt das Zeichen? Hier fahren wir da hin. Ich weiß nicht wo im Spendopticon, aber. Wir einfach mal nach Timothys Haus, das wird schon stimmen. Ja, da wollte ich auch hin. Da dachte ich mir so, da muss es sein. Ja. Da müssen wir hin. Zum Brot. Boah. Das ist aber wieder so ein Ding, was keine Sau versteht. Aber ist egal. Ach, ich liebe die langen Ladezeiten. So. Ah ja. Jetzt geht es los. Jetzt. Oh shit. Oh shit. So, ihr wollt also diesen machen, ja? Okay, mal gucken, was mein Klo. Oh mein Gott! Hm? Ah? Das ist der Sniper Rifle mit zielsuchenden Schüssen. Das ist ganz cool. Aber ja, die Panzerfaust ist fucking lame. Also. Dann nehme ich gleich wieder die andere. Das ist so eine, die man aufladen muss. Hm? Was? Ich muss immer noch auf die Köpfe ziehen, aber es ist anscheinend immer garantiert auf dem Kopf. Jetzt fehlt, keine Ahnung. Wo ist die alte Panzerfaust? Ja, Ember ist hier. Warte, Pascal, wir müssen auf ihn warten. Die Panzerfaust, ihr müsst es doch verstehen. Das ist wichtig. So, okay. Ember, was ist das? Rede mit dir. Ja, da ist ja mein Künstler des Chaos und der Flamme. Kommt, ja, ich brenne. Lieber. Wir werden gemeinsam eine Schneise brennen. Okay, Zane hat nichts dazu gesagt. Das ist enttäuschend, Zane. Das ist wirklich ein wenig enttäuschend. Ich finde schön, dass sie mit einer Feuerwaffe auf Loader schießt. Tja, man muss immer. Sie bleibt ihrem Ding treu. Bleiben. Was? Sie bleibt wem treu? Was hast du gesagt? Was ist sie? Oh, hier ist ein Echolog, das müssen wir uns merken. Was? Ein Echolog. Was ist mit Klopapier? Echolog. Klopapier, ja, ich hab dich verstanden. Das spricht man so nicht aus. Okay. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Nimm das hier. Moment, erst das Echolog. Warte. Ja, wäre das besser gewesen. Oh. Okay. Zu den Casino-Einnahmen, die Sie sehen wollten. Oh mein Gott!
Schnuckelchen mal an. Ist das nicht eine Zuckerschnute? Mann, ich kann einfach nicht aufhören, über dieses Gesicht zu lachen. Komm her. Hey, du hübscher Pretty Boy, komm her. Du arbeitest ab sofort für mich. Du kriegst ein schönes Plätzchen im Turm als Äffchen, oder? Oh, als Hofner. Sir, ich glaube eigentlich nicht. Hey, das war kein freundliches Angebot, Pretty Boy. Du gehst so oder so in den Turm. Verstehst du? Ja, Sir. Spitze, wir haben einen Deal. Oh mein Gott, dieses Gesicht ist einfach. Ich halte es nicht aus. Unbezahlbar. Sehr gut. Weiser Mann. Wunderschön. Jetzt befestige das an den Sicherheitstüren und wir haben einen Eingang. An den Sicherheitstüren. Oh, überlebe. Oh, oh ja, überleben kann ich. Wir müssen diesen Angriff überleben. Okay, ich stelle eine Wache ans Tor. Nein. Ich stelle Claudia ans Tor. Es gibt zwar nicht mal ein richtiges Tor, aber nennen wir es einfach Tor. Es gibt kein richtiges Tor. Was für ein Tor? Kein, nein. Was? 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 Ich weiß nicht. Ich will nicht aufs Klo. Wer? Oh nein. Er checkt nicht, dass die da oben stehen. Ja, um die oben müssen wir uns kümmern. Schießt einfach unter die Brücke und ja. Dass hier überhaupt noch eine Raumstation ist, zeigt von der Hyperion-Baukunst. Ja doch, das ist schon beeindruckend. Ja, mein Klon gönnt sich jetzt eine kurze Ruhepause, aber gewöhnt euch nicht dran. Ne, ich habe eine seltene goldene Waffe. Eine Schrottflinte. Heartbreaker, kannst du nehmen. Don't break my heart, my achy breaky heart. Ja, es ist fast fertig. Ja, wir müssen immer noch überleben. Vielleicht haben wir die Gegner zu schnell getötet. Nö, kann ich mir nicht vorstellen. Gleich ist es rum. Gleich haben wir es. Ich gehe mal schnell grillen. Ich glaube, das, bis ich gegrillt hätte, wäre das irgendwann fertig. Ich stopp mir ein Bein. Wollen wir mal behelfen. Du weißt, wie man einen Auftritt hinlegt. Ach, danke. Wir uns einen sauberen Kampf. Zum Tor. Halte Pretty Boy auf. Je schmutziger, desto besser. Das Tritanium wird durch das Ultrateremit geschwächt. Man kann durchschlagen wie eine Diamantfaust durch ein Gänseblümchen. Oh Mann, dein mein Ding. Sus. Also, als ob ich dieses Schneideding gebraucht hätte, aber ja. Auf geht's! Auf zum VIP-Turm! Jetzt wird gekloppt, was das Zeug hält. Wie immer. Ja, eigentlich wie immer. Das sieht schon mal nice aus. Wie immer 24-7 Borderlands. Borderlands in der Nutshell. Yes. Aber was hast du dir dabei gedacht? Hör auf! Aber dazu sind sie ja auch gemacht! Man kann das ist der Plan! Du das schon sagst, das Freddy. Das ist der Plan, Freddy will uns damit Schuldgefühle einflößt, auch dass jemand uns verraten bei jeder... hat. Ja, das da ist vorne. Ein höflich diabolischer Plan! Ey, da ist noch so ein Dude! Loco... Loco Chantel, okay. Tränen-Emote. Denen der einfache Mann in einem Kreislauf aus Verlangen und Enttäuschung gefangen ist. Das wird nicht schon bekannt. Okay, nimm ich's. Okay, Mann. Du musst für deine Sirene freischalten. Oh, das verkauft. Ja, aber Flag ist die beste Sirene. Brick ist die beste Sirene. Ich kaufe ein bisschen. Aber nicht die Ballets 3. Oh, doch. Brick ist eine genervte Sirene. Ich find's so schade, dass es die Saxophon-Szene aus dem Trailer nicht im Spiel gibt.